Wir sind wieder da. Die Niere ist transplantiert. Ich bin kaputt und ich bin der Chefchirurg Dr. Agner 997. Und ich habe eine neue Niere. Das hat er den noch verheift. Yay! Eine nicht mehr stigmaverseuchte Niere. Und wir wandern quer über die Welt zu Fuß zurück nach Maryland. Da, wo ich zu Hause bin. Genau. Kapitel 7. Tragödien. Das ist das letzte Kapitel des Spiels. Oh! Wir begeben uns Richtung Ende zu. Eieiei. Muchachos! Es wird immer, immer weniger. Irgendwie kind of awesome. Ja, aber irgendwie auch schade, dass es bald zu Ende geht. Aber wir machen ja noch was zusammen daher. Echt mal, ja, ja. Müssen wir echt dauerhaft machen. Ich bin durstig. Durstig? Durstig. Dann musst du trinken. Ich werde echt öfter mal bei Leuten echt gefragt, ob ich echt mitmachen kann. Ja, du machst ja auch fast überall inzwischen mit. Wie gehört die Welt? Ja, du musst die Welt erschafft an dich reißen. Ich bin Pinky und Brain in einer Person. Und ich trinke gerade Eistee. Was ist ihr mit eurem Eistee? Richtige Kings trinken nur selten mit Zitronenscheibe. Denke ich auch ab und zu ganz gern, aber Eistee, da geht nichts drüber. Eistee! Tee-Eis! Tja. Ja. Eine Dame hat uns im Fernsehen operieren sehen in dieser tollen OP-Show. Ach, sie so kacke ist. Und sie möchte jetzt operiert werden. Oi. Zu Hause. Das heißt, wir gehen jetzt zu ihr und müssen sie operieren. Na toll. Das FBI kennt sie gut. Das heißt, wir fahren wieder über die Welt. Ja. Natürlich gehen wir zu Fuß, wir laufen. Wir laufen nach Los Angeles zurück. Ich mach übers Meer sogar. Natürlich. Im The Voix oder so am Wesen. Da ist alles vorbereitet. Und das müssen wir operieren. Das Ding da. Wer ist das? While he was still das growing ist, up, I tried to keep was ist der hässlichste Herzlose, den ich kenne? Ado-Wampe, aber die haben wir schon. Schattenborn. Das war auch eine Idee. Das Ding ist der fleischgewordene Schattenborn. Ein sehr hässlicher. Und mit Fleisch geworden liege ich gar nicht mal so falsch. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir hier gleich Memory spielen. Geht doch nicht. Wir spielen jetzt eine Runde gegen ihr Memory und da ist sie geheilt. So, das ist einfach nur eine Freundin. Natürlich. Nein. Könnte sie auch mal gut gebrauchen, glaube ich. Ja, Alphonse soll uns Kaffee. Die regt sich ziemlich über ihren Butler auch auf. Aber naja, der arme Butler. Und viele Leute wollen sie tot sehen. Deswegen verlässt sie das Anwesen nicht. Ja, ja, nicht mehr andere Leute. Feuerzeug und Zigarettenetui. Wird gesucht, die Frau raucht. And if you're suffering from a serious illness, you need to stop smoking. Nah, you quacks are all the same. Ja, guck, Forscher, seid doch alle gleich. Now, about the information you're willing to disclose. Ah, ich bin auch immer geflasht von der Nierentransplantation aus dem letzten Part. Dass die so gut lief, das wundert mich echt. Also, die war echt pure Qual für mich. Die OP alleine durchzuführen, weil wenn man zu zweit macht, dann kann man mal sagen, einer macht Chair, einer macht Onyx. Echt mal. Dann geht das. Und dann geht das auch schneller. Aber alleine ist es krank. Und wir dürfen die fette Frau jetzt operieren. In 5 Minuten. Du darfst lesen. Bildung anormaler Tumor am Dickdarm. Stark fluktuierende Vitalwerte der Patientin erfordert äußerste Vorsicht. Ich komme mir vor wie so ein Lehrer, der es immer vorsagen muss und er sagt, sagst du es nochmal? Weil das solche kranken Wörter sind. Das ist einfach Arztdeutsch. Ich kann kein Arztdeutsch, ich bin kein Arzt. Ja, ich bin auch kein Arzt, aber nach einmal durch. Aber du hast das schon mal gespielt.
Richtig. Irgendwann kann man die Begriffe. Und wir operieren eine fette Frau, die zu viele Donuts gegessen hat. Ist sie schwanger? Wir machen eine Fettabsaugung. Ist sie schwanger, die ist so fett? Ist dasselbe. Sicher? Nee. Ich bin nicht schwanger. Ich auch nicht. Da ist es. Was ist das? Eine Dartscheibe. Ich muss jetzt selbst erstmal lesen, weil ich nicht mal genau weiß, wie der geht. Okay. Next, let's sever the blood vessels and excise. Blutgefäße abschneiden. Sollen irgendwas abschneiden. Ah, genau so. Einfach Skalpell draufhalten. Von jetzt weg, Peaks. Das können wir einfach wegleisern und zumachen. Tumor extrahiert. Aber es ist nicht der einzige. Es ist nicht der einzige Terrorpopel. Richtig. Und da sind zwei weitere. Und, erst absaugen, Entschuldigung. Habe ich gerade fast vergessen. Wenn wir schon dabei sind, saugen wir halt erstmal alles ab. Zwei. Drei. Und weg damit. Nächster. Raum weg den Ort. Nächster. Und noch einer. Und weg. Jetzt lasern wir die Frau einfach mal kaputt im Dickdarm. Jungs. Da ist noch einer. Da unten. Oh, stimmt. Da habe ich gleich gesehen. Gut gemacht, Herr Assistenzarzt. Nur noch ein bisschen. Beide ja, nur noch ein bisschen. Ist jetzt nochmal das Gleiche. Nochmal doppelt so viel. Ja, einfach mal. Hey, what's going on? Why did the lights go out? Licht aus. Was sieht das aus? Stromversorgung. Oh. Stromausfall. I've got an idea. Here's her lighter. Elena. Oh. Understood. I'll hold the lighter. Wir müssen jetzt mit dem Feuerzeug arbeiten an einer Stelle. Wir können das nicht wegbewegen in der Zeit, wo wir es hingesetzt haben. Das heißt, das Feuerzeug ist momentan unsere eigene Sichtquelle, unsere einzigste. Das heißt, wir nehmen jetzt das Feuerzeug hier hin. Das ist gemein. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Der runde Tumor ist auch wieder da. Oh, was? Aus seltsamen Gründen auch immer. Wir wissen nicht warum. Das ist überhaupt nicht lustig. Schon wieder! Ja? Ah, wir müssen alle gleichzeitig entfernen. Okay. Und Shadow ist AFK. Yay. Ja, oder BMI. Egal, dann mache ich hier alleine weiter. Auch wenn man hier im Hintergrund leicht was hört, aber egal. Das schaffen wir schon hier. Jetzt. Ich liebe es. Jetzt geht gerade die Tür. Ist die Tür wieder zumachbar und dann macht man es nicht. Ja, normal. Ah, fuck. Ich muss die Vitalspritze erstmal setzen. Wir müssen die Tumore alle gleichzeitig entfernen. Ziemlich gleichzeitig halt. Und geschafft. So, jetzt die anderen Wunden versorgen. Bist du eigentlich jetzt wieder voll da, oder? Ja, ich bin jetzt wieder voll da. Okay, sehr schön. Kannst du nämlich wieder mal kurz hier kommentieren? Ach so, ja. Wir entfernen Popel mit dem Laser. So wie es eigentlich jeder Mensch machen sollte. Und offensichtlich haben wir es geschafft und diese Fliege fliegt mir vor der Nase rum und wir sehen wieder was. Richtig. Wir haben es geschafft. Das war jetzt die OP, die ich recht als recht eklig empfunden hatte, aber sie war doch nicht mehr so heftig wie damals. Wir haben jetzt die drei Tumore, die jetzt da noch waren, für dich nochmal als Info, alle gleichzeitig entfernen müssen. Das heißt, wir haben sie vorbereitet und am Schluss alle drei gleichzeitig rausgerissen. Sie sind direkt nacheinander. Ja. Und fette Frau zugeklebt. Gute Sache das. Eingriff geglückt. Schwanger. Und wir können mit Feuerzeugen operieren. Are you awake, madame? Und sie ist wieder wach. How did it go? Wie ist es verlaufen? Alle Tumore weg. I knew I could count on you. All of the other doctors told me nothing could be done. Now, as I promised, I'll tell you where my son owns property. Die Grundstücke des Sohns. Wo sind die wohl? Wir müssen es sehen. Auf Halbladen. There's a note inside which you may take.
You see, I didn't want you to leave here empty-handed in the event. Ich meine mal was suchen. Ich höre etwas tippen. Ja, richtig. Weil ich was gucken will. Ach so. Und wir haben die Dornende Rose geschafft, richtig zum Ende des Bars. Als nächstes kommt die Offensive. Ich bin Arc 9917. Und ich heiße Dead in the Five. Bis zum nächsten Mal. See ya.